der mit einem Kampfrekord von 20:1:1 in den Ring getreten ist. Mann ist nun IBO Interconti-Meister und hat wieder Blut geleckt. Ringfrei für Runde 1. Also Runde 1. Maris Fried ist, um das vielleicht auch noch nachzuschieben, hat inzwischen den IPF-WM-Gürtel wieder verloren. Er unterlag dem Australier Jay Opetiaia. Bemerkenswert bei Amine The Beast Cucetta. Er hat 7-mal gewonnen, nie vorzeitig und 4-mal verloren, aber auch nie vorzeitig. Also den muss man erstmal auf die Bretter kriegen. Den 30-Jährigen in Rasch El Mar in Marokko geboren, lebt heute in Gent in Belgien. Maurizio. Genau da ist der dritte Mann im Ring. Ja, ist immerhin noch die Nummer 14, der Boxreck. Weltrangliste Arthur Mann. Gute 3-4 Treffer da mit der linken. Stefan Treff auf alle Fälle bei Arthur Mann. Letzten 30 Sekunden hier. Ja, will ich da den Puccetta auf die Rechte legen. Also ist der schnellere Mann, der Arthur Mann. Und Puccetta macht es mittlerweile ganz geschickt. Hat aber die erste Runde verloren. Nummer 4 in Belgien. Nummer 1 ist dort der starke Yves Ngabu. 21 Siege, eine Niederlage nur verloren. Nur einmal 2019, da ging es um die WBO-Weltmeisterschaft gegen Lawrence Okoli aus England. Ngabu. Seconds out, bitte bereit machen für Runde 2. Ring 2 für Runde 2. Ist natürlich das ausgewiesene Ziel von Mann, dem Puccetta da die erste vorzeitige Niederlage beizubringen. Naja, das ist ein
Die Verlegenheitsschläge von Buccetta. Ich feuer mal ab. Gucken, wo das Ding landet. Also mein Boxerisch. Eindeutig der Bessere. Jetzt im Stimm, schöne Doppeldeckung. Kein Durchkommen für den Belgier. Die Leber ist eigentlich gut abgedeckt von Buccetta. Aber die Linke lässt ab und zu hängen und das ist die Chance für Mann. Ja, aber einfach zu nehmen ist der Buccetta nicht. Der kommt und greift an und der läuft auch mal wie jetzt in die Linke, aber das interessiert ihn erstmal gar nicht. Applaus, meine Damen und Herren! Also auch die Runde geht an Arthur Mann. Beide Runden mit 10 zu 9. Kapitän Marco Schwer. So, und hier noch schön erwischt, aber war jetzt auch nicht gerade ein richtiger Wirkungstreffer, da hat sie schon mal so quer durch den Ring gejagt. Seconds out, bitte bereit machen für Runde 3. Ring 2 für Runde 3. Köln! Oh, da war die rechte drin, der liegt auf dem Hodenboden. Das kennt er nur überhaupt nicht. Das geht doch in die neutrale Ecke, Mann. Mann, oh Mann. Da ist er wieder oben, hat sich verrappelt. Das war ein Knaller. Jetzt ist erstmal auf der Flucht, der Buccetta. Dieser Schlagwirbel da, der auf den Belgier niedergeht. Yeah.
Der kassiert es ganz schön. Hat der Arthur Mann mal ein bisschen aufgedreht hier in der dritten Runde. Und da knallt er wieder links und rechts bei Pusetta. Auch gut. Ja, mal variieren. Jetzt hat er sich da auf die Vortreppe eingestellt. Armine Pusetta. Und jetzt hat er es mal andersrum probiert. Über den Körper. Pusetta 2018 die erste Niederlage in Lettland gegen Nikolais Grisunins. Heute immerhin 15 Kämpfe, 12 Siege. 2018 dann auch Niederlage gegen Abdoulaye Dian aus Frankreich. 2019 nur ein Kampf, Niederlage gegen Cemal Bosniak aus Bosnien-Herzegowina. Der hat immerhin schon mal Roman Fress bezwinger Armen Cocay geschlagen. Und dann 2020 kein Kampf, 2021 kein Kampf. Und 2022 ist mal wieder in den Ring gestiegen. Punktniederlage um die belgische Meisterschaft. Bitte bereit machen für gegen Runde den in Kamerun geborenen und in Belgien lebenden Steve Elundu Entere. Für Runde 4. Also allzu viel geboxt hat er in den letzten Jahren nicht, der Armine Pusetta. Mann, immerhin ein bisschen mehr. Und das merkt man auch. Nur wie diese kurzen rechten Haken, die da einschlagen mit links, aufwärts haken, wunderbar. Aufwärts haken, wunderbar noch durchgezogen. Jetzt bleibt er dran, es hängt an den Ringseilen. Jetzt muss er wieder das Knie nehmen. Ja, ja, toll. Arthur Mann, klasse. Das geht auch in die neutrale Ecke. Was macht Rinaldo? Er lässt sie nochmal hochkommen. So, Kampf wird nochmal freigegeben. Quatsch. Ja, ich mach den Schluss. Ich mach den Schluss, hier die Wette. Trommelwirbel. Rinaldo guckt noch ein bisschen zu. Aus, jawohl. Aus und vorbei, die erste vorzeitige Niederlage für Armine Gutis Pusetta. Und ich muss sagen, Hut ab vor Arthur Mann. Der ist wieder ganz der Alte. Hat er zwei Kämpfe verloren, zwei vorzeitige Kämpfe verloren gegen Friedrich. Und dann in einem anderen Weltmeisterschaftskampf. Da hat er auch keine Chance gehabt. Das war gegen IBO-Champion Kevin Lerina. K.O.-Niederlage in der vierten. Aber was der Mann bis heute hier gezeigt hat, das war schon vom Feinsten. Und wie gesagt, diesen Pusetta, den musst du erstmal vorzeitig weglegen. Also ich denke mal, alles in allem haben wir ja gute Boxkämpfe gesehen, mal von Scheich abgesehen. Das war doch ein bisschen dünn. Aber Hedemi sehr gut gekämpft. Kämpfer, Fighters. Milas sehr gut gekämpft. Mann sehr gut gekämpft. Auch die Kickbox-Kämpfe da ganz am Anfang von 19 bis 21, nur die wenigen Kämpfer nicht gezeigt haben, hatten auch gute Qualität. Dann haben wir eine neue Weltmeisterin gesehen.
Kickboxen der Frauen. Nochmal einen großen Applaus, meine Damen und Herren, für beide Kämpfer. Aber noch ist der Abend ja nicht vorbei. Wir haben ja noch einen Kickbox-Weltmeisterschaft. Arthur Mann. Reife Leistung, absolut.